Ja, herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Ganz oder gar nicht, die Hasseröder Fragerunde. Heute bei uns zu Gast unser Offensivspieler Moritz Broni-Quarteng. Grüß dich, Momo. Hallo. Wir starten jetzt mal locker mit ein paar Entweder-oder-Fragen rein. Stuttgart oder Leipzig? Stuttgart. Stuttgart oder Sinsheim? Stuttgart. Stuttgart oder Hamburg? Stuttgart. Stuttgart oder Magdeburg? Magdeburg. Warum? Weil ich jetzt hier bin und das ist die Gegenwart. Der Wechsel zum FCM war? Spontan. Wie kam es dazu? Also, ich bin ja im Trainingslager damals im Winter dazugestoßen. War ein Aufenthalt von 24 Stunden. Und kam aber dann nochmal zurück, als die Mannschaft hier angekommen ist. Und ja, es hat geklappt und wie man bis heute sagen kann, hat es sich gelohnt. Der FCM bedeutet mir viel. Ich habe hier wieder die Liebe und den Spaß zum Fußball gefunden. Und es ist auf jeden Fall eine wichtige Station in meiner Karriere bisher. Mein bester Trainer bisher. Christian Tietz. Ja, ist einfach so. Ist, glaube ich, wenig überraschend. Warum? Ein paar Beispiele. Du hattest ihn ja schon in Hamburg. Er weiß, wie er mich zu packen hat. Er weiß, er fördert mich und fordert mich gleichzeitig. Im Endeffekt geht es darum, dass was man an Potenzial mitbringt, bestmöglich auszuschöpfen. Und das ist mir unter ihm bisher am besten gelungen, glaube ich. Mein bester Gegenspieler bisher? Gute Frage. Basiert auf diese Saison oder? Allgemein. Allgemein. Fand ich gut. Ich glaube, gegen den schwierigsten Mitspieler habe ich noch nicht gespielt. Das muss mir ja direkt auf Anhieb einfallen, aber mir fällt gerade nicht wirklich was ein, muss ich sagen. Dann vielleicht ein anderer Ansatz. Mein härtester Gegenspieler. Härtester Gegenspieler. Boah. Wer war der härteste? Vielleicht auch im eigenen Training? Tobias Knost. Eine Lieblingsposition? Hängende Spitze. Warum? Weil ich in Tornähe bin, aber nicht als Stoßstürmer. Trotzdem noch ein anderes Element neben mir hätte oder vor mir. Ich glaube, da bin ich am effektivsten, würde ich mal sagen. Mein bisher schönstes Tor? Mein bisher schönstes Tor habe ich beim HSV geschossen, in der zweiten Mannschaft gegen Havelse. Da habe ich damals aus, ich glaube, 38 Meter, habe ich voll reingerotzt und das Ding in den Winkel versenkt. Das war auf jeden Fall mein schönstes Tor. Mein schönstes Tor beim FCM? Mein schönstes Tor beim FCM war ich glaube gegen Lautern das zweite Tor. Weil das so ein bisschen auch für mich aus dem Nichts kam
und ich wirklich nicht vorhatte zu schießen, aber dann aus der Drehung einfach geschossen habe, weil ich wusste, dass der Torwart auf dem falschen Fuß damit erwischt wird. Und ja, ich glaube, von der Idee her und der Spontanität war das für mich das coolste Tor. Tor oder Vorlage? Tor. Interviews sind für mich. Nicht mein Ding. Nein, also ich bin jetzt nicht zwangsläufig gerne vor der Kamera, um Interviews zu geben und versuche diese eigentlich zu meiden. Ja, ab und zu kommt man aus seinem Versteck raus, aber ich bin dann eher gerne der, auf dem Fußballfeld zu sehen ist und nicht irgendwie hinter der Kamera. Mein Lieblingsformat beim FCM? Das Format hier, wo ich gerade sitze, selbstverständlich. Sonst wäre ich nicht hier. Ganz oder gar nicht gefällt mir, weil. Ich glaube, weil es cool ist für den Zuschauer, mal ein paar Einblicke in die Spieler zu kriegen, die man sonst irgendwie nur auf dem Spielfeld sieht. Und ich denke, es ist ganz lustig. Und abschließend meine Ziele mit dem FCM. Maximale Punkteausbeute und Weiterentwicklung. Super, Momo. Vielen, vielen Dank und Perfekt. weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.